Hallo und herzlich willkommen zu Tower Simulator 3 oder auch 3. Ja, das ist mal was ganz Neues bei mir auf dem Kanal. Das Spiel gibt es ja schon länger, ist von Feel There und ja, ist ziemlich pricey, kann man so sagen. Auf, weiß ich gar nicht, Steam habe ich dafür im Sale, ich habe gewartet, bis es mal im Angebot war, glaube ich, immer noch so um die 29 Euro für bezahlt. Für ein Spiel, was zum Teil echt nicht so gute Bewertungen hat, weil es nicht bei jedem gut funktioniert. Und ja, da muss man ein bisschen was einstellen. Der Guide dazu ist auch noch nicht so richtig mehr aktuell. Und ja, nichtsdestotrotz hat es in der letzten Zeit sehr, sehr viele positive Bewertungen bekommen. Und ich habe vor einigen Monaten schon mal gespielt, Morning Coffee in der Career Mode auf der ja, karibischen Insel St. Thomas Island in den United States und habe da mal angefangen, wie es denn funktioniert. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter in der Karriere und gucken mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. So, fangen wir erstmal mit der Pause an. Wir müssen uns ja auch erstmal wieder hier zurechtfinden. Wir sind also hier im Tower auf der Insel St. Thomas. Und ja, das ist einer der Desks sozusagen, auf dem wir uns platzieren können, um ja, uns umzuschauen, ankommende Flugzeuge oder auch abfliegende Flugzeuge oder auch hier am Boden befindliche Flugzeuge zu sehen. Wir können natürlich auch noch eine Etage nach oben huschen. Ist vielleicht auch manchmal nicht ganz verkehrt, um hier einen besseren Überblick zu haben. Und ja, gerade habe ich gelesen, also wir sind jetzt heute am 21.08.2024, dass Feel There ein neues Places Update 4 herausbringen wird mit einem deutlichen Grafik-Update und ja, weiteren Verbesserungen. Ich glaube, ein Free Airport kommt noch mit dazu und das ein oder andere, was noch so dazu kommt. Ich habe tatsächlich auch nur das Basisspiel. Und im Basisspiel haben wir auch keine realen Airlines, sondern das sind alles irgendwelche Airlines, die ja angelehnt sind. Ne? Ryanair ist hier zum Beispiel Ryanair. R-A-I-N-E-R. Und Value und so weiter. Also schon irgendwas, was man erkennen könnte und was sich so ähnlich anhört, hier Denali da vorne. Ja, ich erwarte also, dass das Update, was noch nicht ganz fertig ist, erstens bessere Performance liefert, zweitens schönere Grafik und vielleicht auch noch ein bisschen an der Sprache etwas ändert. Und ja, hier sehen wir unseren Desk letztendlich vor uns. Wir haben hier unsere Übersicht über die Start- und Landebahn. Können wir vielleicht auch irgendwie reinzwitschen. Ich meine, da konnte man hier irgendwie draufdrücken. Genau. So, und das ist wieder so ein Ding. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie man hier gezoomt hat. Na, wenn ich jetzt hier reinzoome in den Bereich und dann sage, ich möchte hier in den Monitor springen, dann nimmt er leider Gottes auch genau das, was ich hier als Zoom eingestellt habe. Und dementsprechend sieht man da nicht mehr alles, was denn hier auch passiert. Ne? Wir sehen das hier so ein bisschen schwieriger. Und wenn ich hier drauf rumzoome, dann ja, also hat noch Potenzial für die Verbesserung. Wir sehen, es ist ein einfacher Airport. Die Landebahn 10 und 28, Start- und Landebahn. Wir haben hier die verschiedenen Gates und Stands. Wir haben die Taxiway, Alpha, Charlie, dann haben wir hier Bravo hier vorne, Delta, Echo und Golf. Und ja, das ist es sozusagen. Hier kann man noch die Größe von den einzelnen Flugzeugen einstellen und von Informationen. Und hier sehen wir den Radar der anfliegenden Flugzeuge. Die Separation kann man auf 3 oder 5 oder 10 nautische Meilen einstellen. Standard ist hier 5, zumindest bei mir eingestellt. Und hier sehen wir nochmal, wie denn die aktuellen Daten so sind. Das heißt, wir haben Wind von 244 Grad bei 4 Knoten. Metadaten haben wir derzeit nicht. Und hier können wir noch einstellen, wie viele oder welche Art von Flugzeugen hier landen darf. Und wir können natürlich auch die Airport Lights anmachen. Dann sind wir happy. Hier sehen wir unseren, unsere Ankünfte, unsere Ground-Bewegungen, unsere Abflüge und so weiter und so weiter. Das ist natürlich auch ein wichtiges Feld. Da werden wir nochmal reingucken, wenn es dann soweit ist.
Und hier, wenn er uns nicht versteht oder wir ihn nicht verstehen oder wieder was vergessen haben sollten, dann sehen wir, wer hier zuletzt gefunkt hat und können hier auch selber das ein oder andere eingeben. Denn ihr werdet es gleich sehen, es ist nicht ganz so einfach, hier richtig zu funken und gut voranzukommen, sage ich mal. Gut. Ah ja, guck mal, da sehen wir dann sowas. Würde ich sagen, starten wir einfach mal und gucken, was passiert. Ja, wir sehen es auch, es sind ja ein paar Flugzeuge da. Also 1, 2, 3. Da sind die Navlights schon mal an. 4 Navlights an. 5, 6, 7. Da hinten 8, 9 stehen auch ein paar. Und wir sind jetzt im Nachmittagsmodus. St. Thomas Ground. Denali 868 with Information Alpha ready to start. Okay. Denali 868. Approved. Expect runway 10. Command wrong start. Denali 868. Die Search hat aber nicht funktioniert. Denali 868. Approved. Ready to start. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Wo ist denn der Bursche? Da hinten. Ja, da geht schon los. Also hier kann man noch das eine oder andere auswählen. Negative. You've known command. Denali 868. Das ist so schön. Last plane called. Negative. You've known command. Denali 868. So, dann probieren wir es mal so. Denali 868. Approved, expect runway 010. Approved, expect runway 10. Denali 868. Ah, 10, nicht 1010. Ihr seht aber, das, so ähnlich habe ich es doch gesagt, oder nicht? Ich bin mir da schon wieder unsicher. Habe ich so ähnlich gesagt oder nicht? Auf jeden Fall hat das jetzt. Hier könnten wir jetzt, also da steht jetzt auch Runway 10 und jetzt gucken wir mal, wo sich denn der Bursche überhaupt befindet. Da. Und jetzt könnten wir ihm sagen, wobei es schon automatisch hier eingetragen ist, Taxi, weil er wird jetzt gleich den Push oder? Das ist eine von den kleinen Maschinen, die wir nicht sehen von hier hinten. Das kann auch sein, dass das so eine, na doch, die steht hier vorne bei den Stands. Das wird wahrscheinlich so eine Turboprop-Maschine oder irgendwas sein. Beziehungsweise hier so eine Cessna. Die braucht dann natürlich keinen Push, sondern die kann auch direkt starten. Und dann könnten wir sagen, Taxi to Holding Point Runway 10. Meine ich zumindest. Da läuft die Mikrowelle im Hintergrund. St. Thomas Ground. Denali 868 ready to taxi. Denali 868. Taxi to holding point runway. Nee, das kriegt er wieder nicht hin. Negative. I'm on the ground. Denali 868. Denali 868, taxi to runway 10. Negative, you've known command, Denali 868. Oh, ich muss mir nochmal die Command-Liste hier angucken. Ich muss mir doch nochmal hier die...
Denali 868, Runway 10. Runway 10, Denali 868. Okay. Also, Taxi funktioniert nur dann, wenn wir auch ein Taxiway vorgeben. Das hätte ich jetzt also Charlie, Alpha irgendwie so sagen müssen, nehme ich mal an. Und ansonsten ist es einfach Runway 10 in dem Fall. Okay, sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden. Ihr seht, es ist aber nicht ganz so einfach. Wenn der ein oder andere von euch auf WATSIM oder IVAO unterwegs ist und dort funkt, dann ist es doch, doch deutlich einfacher. Und keine Ahnung, ich habe, wie heißt es, Beyond ATC noch nicht ausprobiert. Meine aber, weil die ja mit KI arbeiten, ist es deutlich angenehmer und besser und verständlicher. Wäre hier vielleicht gar nicht verkehrt, wenn Feel There entweder hier Verbesserungen nochmal einführt, was die Commands angeht, oder vielleicht auch auf so eine KI rüberhuscht, weil mit 50 Euro als Vollpreis oder teilweise sogar mehr, da ist es doch schon so, dass wir grundsätzlich mehr erwarten können, so was das angeht. Ne? So, auf unserem Strip heißt es, glaube ich, in dem Fall, habe ich jetzt mal auf Go geklickt. Dementsprechend ist es rübergewandert. Wir könnten hier auch noch eingeben, dass er über Charlie Alpha loslegen soll. Das sollte er da machen. Dann haben wir da noch eine kleine Erinnerungsstütze für uns. Und jetzt können wir sehen, wie er hier langsam, aber sicher Richtung Startbahn rollt. Ist also eine Cessna. Und ansonsten ist tatsächlich gerade noch nicht so richtig viel los hier am Airport. Ich werde auch gleich noch mal ein bisschen auf den Beschleunigungsknopf drücken, dass wir mal doppelte Geschwindigkeit haben. Denn wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns hier und das ist Realtime. Sonst sitzen wir hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und es passiert relativ wenig. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Aber guck mal, da vorne bei der Transglobal ist auch schon wieder was angegangen. Beacon Light, das heißt, die werden gleich den Push requesten. Denali 868, line up, runway 10, clear, so. Negative, your known command, kann's auch nicht Denali 868. Okay, man muss den Runway zuerst sagen. Denali 868, runway 10, line up and wait. Runway 10. Line up and wait. Denali 868. Denali 868. Runway 10 cleared for takeoff. Runway 10 cleared for takeoff. Denali 868. St. Thomas Ground, Globe 1530 with information Alpha, requesting push and start. Wie heißen die? Können wir nochmal sagen? St. Thomas Ground, 64 Fox Tango with information Alpha, requesting push and start. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die heißen. TGB, okay. Globe 1530. Pushback approved, expect runway 10. Pushback approved, expect runway 10. Globe 1530.
St. Thomas Ground, Leslie 1906 with Information Alpha, requesting push and start. Denali 868, contact departure. Departure on 124.0, Denali 868, good day. Gut, haben wir. Und jetzt müssen wir das eins nach dem anderen mal abarbeiten hier. Was ist denn das? So. Ich bin hier schon wieder Tab. Was ist Tab? Tab ist Leslie. Das haben die requested. Leslie, 196. Pushback approved. Expect runway 10. Pushback approved. Expect runway 10. Leslie 1906. So, und dann hatten wir hier vorher noch. November 564. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. St. Thomas Ground. Globe 1530 ready to taxi. November 5. Ah, November 564. Pushback approved. Runway. One zero. Ich hoffe mal, das klappt so ungefähr. Last plane called. St. Thomas Ground, Globe 1530 ready to taxi. St. Thomas Tower, Latitude 3528 on final 10. Okay, jetzt muss ich mal kurz auf Pause drücken. Das ist mir gerade schon wieder zu stressig hier. Ihr seht, ich bin ein herausragender Controller. Okay, also es waren jetzt doch sehr viele auf einmal und ich kenne die Commands noch nicht so richtig. Also wir haben jetzt hier vorne stehen. Das ist nämlich auch noch mal ein kleiner Tipp. Wir können das hier auswählen. Das ist jetzt TGB 1530, also Leslie. Und die können wir einfach weiterschicken. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Für ankommende Flugzeuge ist es dann Aircraft Runway 10 clear to land. Okay, das ist relativ einfach. Gucken wir noch mal rein, wer es denn gewesen ist. Aber das müssten wir auch hier sehen. Law. Wer ist denn Law? Der steht da, glaube ich, auch irgendwo. Latitude. Okay. Lass uns mal weitermachen. Latitude 3528. Expect runway 10. Clear to land. Negative. You know in command. Latitude 3528. Okay. Latitude 3528. Runway 10, clear to land. Runway 10, clear to land. Latitude 3528. Okay. Dann haben wir jetzt hier vorne stehen. Das ist St. Thomas Ground. Leslie 1906, ready for taxi. Okay. Leslie 1906, stand by. Stand by. Leslie 1906. Globe 1530, runway 10. Runway 10, Globe 1530. Gut, dann geht der los, das ist gut. Dann warten wir noch ganz kurz. Da drüben steht noch die Denali, die wartet nämlich auch drauf. So, und da sehen wir doch irgendwo EJ. Ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht hier. N564FT. Keine Ahnung. So, hier sehen wir, wie die Flugzeuge langsam reinkommen. Hier bewegt sich jetzt TB 1530. Leslie, 1906, Runway 10. Runway 10, Leslie 1906. So, zwei Flugzeuge bewegen sich. Und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie wir das Flugzeug. St. Thomas Ground, Denali 1482 with Information Alpha, requesting push and start.
Denali 1482, pushback approved, expect runway 10. Pushback approved, expect runway 10, Denali 1482. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, wo denn die alle sind. Da ist Denali und da ist der andere. Denali 148. Ach, der ist da hinten, okay. Pushback approved, expect runway 10. Da hinten 64 steht er. Fox Tango. So, jetzt gucken wir mal, wer hier vorne ist und wie weit der noch weg ist. Das passt. Global 1530, runway 10, ja, clear. Negative, unknown command, globe 1530. Globe 1530, runway 10, line up and wait. Runway 10, line up and wait. Oh, da globe kommt der Flieger hinein. Jetzt wird's aber Zeit. St. Thomas Tower. 03 Fox Tango on final 10. 03 Foxtrot Tango, runway 10, clear to land. Runway 10, cleared to land. 03 Fox Tango. St. Thomas Ground, Denali 1482 ready to taxi. Globe 1530, runway 10, cleared for takeoff. Runway 10, cleared for takeoff. Globe 1530. St. Thomas Ground, 64 Fox Tango, ready to taxi. Da müssen wir mal gucken, wie wir die jetzt rüberschieben. Six, four, Foxtrot Tango, stand by. Stand by. 64 Fox Tango. So, da kommt die Maschine. Jetzt lassen wir Denali taxien. Denali 1482, runway 10. Runway 10, Denali 1482. Weil den müssen wir jetzt über Golf und Alpha schicken, hier vorne. Und er muss hier unsere... Ah, nee, er steht in die Richtung, ne? Also müssen wir den jetzt über Bravo und Charlie schicken, sozusagen. Oder Bravo und Echo. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. So, wen haben wir abgeschoben? Das war Globe, ne? Globe 1530, contact departure. Departure on 124.0, Globe 1530. Good day. So, komm weg. So, jetzt landet die Maschine erstmal. Das ist dann Leslie 196. Leslie 196, runway 10, line up and wait. Runway 10, line up and wait. Leslie 196. St. Thomas Tower, Leslie 465 on final 10. Latitude 3528. Taxi to gate. Taxi to the... Okay, clear.
Latitude 3528. Taxi to ramp. Taxi to ramp. Latitude 3528. So, jetzt müssen wir den da rausschicken. Denali. Leslie, 196, runway 10, clear for takeoff. Runway 10, clear for takeoff. Leslie, 196. Denali, 1647, runway 10, cleared for landing. Heißt das so? Keine Ahnung. Habe ich denen das schon gesagt? Cleared to land, okay, so heißt es. Ah, da kommt er auch schon. Die Maschine. Wen haben wir da? St. Thomas Tower, Denali 1647 on final 10. Und 647, wer war das? Okay. Gut, machen wir jetzt so. Also ihr seht, ich komme hier schon ein bisschen schwitzen. Denali, 1482, runway 10, cleared for takeoff. Runway 10, cleared for takeoff. Denali 1482. Den müssen wir da auch noch irgendwie wegkriegen. Weiß nicht, wo er hin will. Ach, genau daneben. Das wird jetzt wieder nicht funktionieren. Befürchte ich, weil er hier noch im Weg steht. Warte. Okay, das ist Leslie. Leslie, 1906. Contact Departure. Departure on 124.0. Leslie, 1906. Good day. Six, four, Foxtrot, Tango, Taxi, Via, Golf, Alpha, Runway 10. Oh, der steht da im Weg, der kommt da aber nicht weg. 6-4, Foxtrot, Tango, Runway 10. Runway 10. 6-4 Fox Tango. Okay, das ist dann hier 03 Foxtrot Tango. Taxi via Bravo to ramp. Negative. I'm on the ground. 03 Fox Tango. Tango. Taxi via Bravo. Command wrong start. 03 Fox Tango. Kann sein, dass wir jetzt gleich einen Unfall erleben, weil wir die einfach nicht wegkriegen. Denali 1482, contact departure. Departure on 124.0, Denali 1482. Good day. Oh. Going around Leslie 465. Warum geht er going around? Achso, der hat bestimmt keine Freigabe bekommen. Das ist schlecht. Gut, dann kommt jetzt die Denali. Runway
10, cleared to land. Denali 1647. Ja, das ist jetzt die Frage. Wie kriegen wir den hier weg? Wenn er jetzt da steht, gucken wir nochmal. 6-4 Foxtrot Tango. Taxi via Golf. Command wrong start. 6-4 Fox Tango. 6-4 Fox Tango. Runway 10 via Golf and Alpha. Negative. No suitable company found. 6-4 Fox Tango. Wir probieren das einfach mal aus. Also, welche Commands gibt es denn jetzt hier noch? Hold position. Cross runway. Taxi to. Runway 10. Via Taxiway Golf hätte ich gerne. Taxi to runway 10 via Golf. 6-4 Fox Tango. So, jetzt kommt die Denali 1647. St. Thomas Ground, latitude 7728 with information alpha. Requesting push and start. So, was haben wir hier? Ah, okay. Jetzt ist er einfach weiter gerollert, statt sich hier umzudrehen. Okay, also minus 100 Punkte. Wen haben wir jetzt? Ist nicht so einfach. Latitude 7728. Pushback approved, runway 10. Negative, need pushback first, latitude 7728. Okay. Jetzt nehmen wir erstmal den, der gelandet ist. Wer ist denn hier gelandet? Denali 1647. Den können wir auch schon mal hier rüber schieben. Und die können wir in Trash packen. Taxi to Terminal. Taxi to Terminal. Denali 1647. Okay, die beiden stehen jetzt da immer noch im Weg und keiner kommt weg oder was? Oder wie machen wir das jetzt? Taxi to Ramp. Via Taxiway. Bravo. Können wir das machen? Taxi to Ramp. Via Bravo. 03 Fox Tango. Keine Ahnung. So, noch irgendwer hatte irgendwas angefordert. Gucken wir mal die hier, die Latitude. So, da warten wir jetzt noch, bis die Maschine hier vorbei ist. St. Thomas Tower, Leslie 867 on final 10. Wer war der Letzte? Ah ja, 867 und final. Leslie, 867, runway 10, clear to land. Runway 10, clear to land. Leslie 867. Leslie, 465, contact departure.
So, der ist weg. Dann können wir jetzt die Latitude hier vorne noch einmal Pushback approved. Runway 10. Pushback approved, expect runway 10. Latitude 7728. Und dann kommt noch die Denali 817. Die hat aber uns, glaube ich, noch nicht angefunkt. Und hier vorne komme ich immer noch nicht weiter mit denen hier. Also, wie schicken wir den denn jetzt da am besten hin? Continue Taxi. Via Bravo. St. Thomas Tower, Denali 817 on final 10. Negative. Taxi is blocked. 64 Fox Tango. 03 Fox Tango. 03 Fox Tango. St. Thomas Ground, latitude 7728, ready to taxi. Runway 10, Denali 817. So, nochmal. Runway 10, clear to land. Set. Runway 10, clear to land. Denali 817. Da kommt sie, die Maschine. Der da drüben ist ready to taxi. Latitude 7728, runway 10. Runway 10, latitude 7728. Das ist Leslie 867, taxi to terminal. Taxi to terminal. Leslie 867. St. Thomas Ground. Latitude 9036 with information Alpha. Requesting push and start. Latitude 9036. Pushback approved. Runway 10. Ja, falsch. Latitude 9036. Pushback approved. Expect runway 10. Pushback approved. Expect runway 10. Latitude 9036. So, steht die da vorne. St. Thomas Ground Radio Check. How do you read? 64 Fox Tango. So, was sagen wir denen? So, machen wir erstmal die fertig, die hier vorne steht. Da ist sie. Latitude 7728, Runway 10. Cleared for takeoff. Latitude 7728, Runway 10, cleared for takeoff. Runway 10, cleared for takeoff. Latitude 7728. St. Thomas Ground, latitude 9036, ready to taxi. Latitude 9036, runway 10. Runway 10, latitude 9036. St. Thomas Ground Radio Check. How do you read? 64 Fox Tango. 64 Fox Tango, read you 5. Read you 5 by 5. 64 Fox Tango. Latitude 7728, contact departure. Departure on 124.0. Latitude 7728. Good day. Good day. So, die ist weg. Die hier können wir, glaube ich, auch alle in den Müll schmeißen. Ja, die hier kriegen wir nicht gelöst. St. Thomas Tower, 860 Quebec Sierra on final 10.
60 Quebec Sierra. 60 Quebec Sierra. Okay, kriegt er nicht hin. Dann machen wir es so. Clear to land. Runway 10, clear to land. 860 Quebec Sierra. Da ist noch Platz. Latitude 936. Runway 10. Cleared for takeoff. Latitude 936. Runway 10. Cleared for takeoff. Runway 10. Latitude 936. Runway 10. Cleared for takeoff. Latitude 936. Denali 817, taxi to ramp. Taxi to ramp, Denali 817. St. Thomas Ground, Denali 361 with information Alpha, ready to start. Denali 361, approved. So, die steht da hinten und lässt jetzt einfach nur die Motoren an, beziehungsweise den Motor. Da reicht dann approved aus. Latitude 936, contact departure. Latitude 936, contact departure. Departure on 124.0, latitude 936. Good day. So, jetzt kommt die... St. Thomas Ground Radio Check. How do you read? 03 Fox Tango. Achso, die hier. 03 Fox Tango, read you 5. Read you 5 by 5. 03 Fox Tango. Six four Fox Tango, taxi to ramp. Taxi to ramp. 64 Fox Tango. Zero three Fox Tango, taxi to ramp. Taxi to ramp. 03 Fox Tango. Da passiert bloß nix. Das war mein Fehler, aber wir lösen das Problem einfach nicht an der Stelle. So, wie spät haben wir es denn? Da, 14.49 Uhr. Lass uns mal ein bisschen schneller laufen. Da kommt die Maschine reingeschossen. Ist eine kleine. Wo will sie hin? Na, hier vorne. Prima. Da war das nächste Problem. Die kriegen wir nämlich auch einfach nicht dahin, wo sie hin soll. St. Thomas Tower, Leslie 465 on final 10. Taxi to ramp. 860 Quebec Sierra. St. Thomas Tower, Tab. Magic 8191 on final 10. So, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer machen. Leslie, 465, runway 10, clear to land. Runway 10, clear to land. So, die kam jetzt nach ihrem Go-Around zurück. Dann haben wir Magic hier noch irgendwo dazu bekommen. Magic 8191, runway 10, cleared to land. Runway 10, cleared to land. Magic 8191. So, hier ist jetzt der übelste Stau. Keiner kommt mehr vorwärts. Das ist schon mal schlecht. St. Thomas Ground, Leslie 674 with information Alpha,
requesting push and start. Leslie, 674, pushback approved, expect runway 10. Pushback approved, expect runway 10, Leslie 674. St. Thomas Ground radio check, how do you read? Denali 361. Approved, expect runway 10, Denali 361. St. Thomas Ground radio check, how do you read? 6-4 Fox Tango. 6-4 Fox Tango, read you 5. Read you 5 by 5, 6-4 Fox Tango. Also die rufen uns jetzt immer wieder, weil sie da rumstehen und niemand was mit ihnen machen kann. Das ist das Problem gerade. So, da warten wir jetzt noch. Hold position. Denali 361. St. Thomas Tower, Leslie 661 on final 10. St. Thomas Ground, Leslie 674 ready to taxi. Runway 10. Clear to land. Leslie 661. Okay, die kommt spät raus. Was ist das Tab? Leslie 674, Taxi. Leslie 674, Runway 10. Runway 10, Leslie 674. Denali 361, runway 10. Negative, need approve first. Denali 361. Denali 361, approved. Negative, I'm not at terminal. Denali 361. Okay, was will denn Denali 361? Leslie 465, taxi to terminal. Taxi to terminal. Leslie 465. Negative. I'm not at terminal. Denali 361. Okay, die machen mich hier auch fertig. St. Thomas Ground radio check. How do you read? 03 Fox Tango. Continue taxi. Denali 361. Okay. 03 Fox Tango, read you 5. Read you 5 by 5. 03 Fox Tango. So, da kommt die nächste Maschine. St. Thomas Ground, Denali 361 ready to taxi. Denali 361, runway 10. Runway 10, Denali 361. So, hier warten wir jetzt noch, bis die Maschine gelandet ist. Danach kann er dann auf die Bahn. Das hier ist natürlich immer noch Chaos, ne? Ich weiß nicht, ob wir das Spiel so zu Ende kriegen werden, aber... Ja, jetzt haben wir uns aus Versehen verschoben. Nee, hier ist doch gut gewesen. So, da landet sie. Was ist das, eine ATR? Wo will er hin? Da hinten. Magic.
Magic 8191. Taxi to the ramp. Taxi to ramp. Magic 8191. Tap. Leslie 674, runway 10, cleared for immediate takeoff. Runway 10, cleared for immediate takeoff. Oh fuck. Leslie 674. Ich wollte gerade sagen. Leslie 661, go around. Negative, altitude is low. Okay. Leslie 661. Das war jetzt nicht so gut. Jetzt hält der hier an und der fliegt da drüber. Ich werde nicht mehr. Okay, das war ein close call. Leslie 661, taxi to terminal. Taxi to terminal. Leslie 661. Denali 361, runway 10, cleared for takeoff. Runway 10, cleared for takeoff. Denali 361. Leslie 674, contact departure. Departure on 124.0. Leslie 674, good day. St. Thomas Tower, field air 212 on final 10. St. Thomas Ground, Magic 8201 with information Alpha, requesting push and start. Ist der jetzt auch durchgehen? St. Thomas Ground, Value 1174 with information Alpha. Requesting push and start. So, jetzt machen wir erstmal die hier. Field Air 212, runway 10, clear to land. Runway 10, clear to land. Field Air 212. So, wer hat jetzt gerufen? Die hier. Value 1174. Pushback approved. Expect runway 10. Pushback approved. Expect runway 10. Value 1174. Okay. St. Thomas Ground. Leslie 943 with information Alpha. Requesting push and start. Wo ist Line 943? Machen wir gleich. Magic 8201. Pushback approved. Expect runway 10. Pushback approved. Expect runway 10. Magic 8201. St. Thomas Ground radio check. How do you read? 860 Quebec Sierra. Quebec Sierra, read you 5. Read you 5 by 5. 860 Quebec Sierra. Ich weiß gar nicht, wo die sind hier. Wo ist er denn? Tab 943. Ach, da. Da warten wir noch ab, oder? Na, können wir noch dazwischen schieben. Tab 943. Pushback approved. Expect runway 10. Ach, warte. Leslie 943. Pushback approved. Expect runway 10. Pushback approved. Expect runway 10. Leslie 943. St. Thomas Ground. Value 1174 ready to taxi. Value 1174. Runway 10. Runway 10. Value 1174. St. Thomas Ground, Magic 8201 ready to taxi. Magic 8201, stand by. Stand by, Magic 8201.
Denali, 361, contact departure. Departure on 124.0, Denali 361. Good day. So, jetzt warten wir drauf, dass Leslie 943 fertig wird. St. Thomas Ground. Leslie 943 ready to taxi. Leslie 943, runway 10. Runway 10, Leslie 943. Magic 8201, runway 10. Runway 10, Magic 8201. Okay, können wir die noch dazwischen schieben? Value 1174, Runway 10, cleared for immediate takeoff. Runway 10, cleared for immediate takeoff. Value 1174. So, da kommt er nach. Tap 943. Dann müssen wir trotzdem ein bisschen warten. Der ist noch ein Stückchen entfernt. Was ist denn das für einer? Field Air. Na, warten wir jetzt. Warten wir ab. So. Leslie, 943, runway 10, line up and wait. Runway 10, line up and wait. Leslie, 943. Field Air, 212, taxi to ramp. Taxi to ramp. Field Air, 212. So, jetzt haben wir da. Leslie, 943, runway 10, cleared for takeoff. Runway 10, cleared for takeoff. Leslie, 943. Value 1174, contact departure. Departure on 124.0, value 1174, good day. Magic, 8201, runway 10, cleared for takeoff. Runway 10, cleared for takeoff. Magic 8201. Leslie, 943, contact departure. Departure on 124.0, Leslie 943. Good day. St. Thomas Tower, Denali 1424 and final 10. Denali 1424, runway 10, cleared to land. Denali 1424, runway 10, cleared to land. Negative, I'm in the air. Denali 1424. Runway 10, cleared to land. Denali 1424. Magic 8201, contact departure. Departure on 124.0, Magic 8201. Good day. St. Thomas Ground, Field Air 1612 with information Alpha, ready to start. Field Air 1612, approved. St. Thomas Tower. Value 284 on final 10. Value 284, runway 10, clear to land. Runway 10, clear to land. Value 284. St. Thomas Ground,
Field A1632 with information Alpha, ready to start. Field Air 1632, approved. Expect runway 10. Approved, expect runway 10. Field Air 1632. Field Air 1612, approved. Expect runway 10. Approved, expect runway 10. Field Air 1612. St. Thomas Tower. Field Air 907 on final 10. Field Air 907, runway 10, clear to land. Runway 10, clear to land. Field Air 907. Denali 818, approved, expect runway 10. Approved, expect runway 10, Denali 818. St. Thomas Ground, Field Air 1612, ready to taxi. St. Thomas Ground, Denali 818 with information Alpha, ready to start. Field Air 1612, runway 10. Runway 10. Field Air 1612. St. Thomas Ground, Denali 818, ready to taxi. Denali 818, runway 10. Negative. Denali 818, runway 10. Runway 10. Denali 818. St. Thomas Ground, Field Air 1632, ready to taxi. Denali 1424, taxi to ramp. Taxi to ramp, Denali 1424. St. Thomas Ground, 03 Fox Tango with information Alpha, requesting push and start. Denali 1424, hold position. Hold position, Denali 1424. Field Air 1632, runway 10. Runway 10, Field Air 1632. Field Air 907, runway 10, clear to land. Runway 10, clear to land. Field Air 907. Holy shit. Value 284, taxi to terminal. Taxi to terminal, value 284. Denali 1424, continue taxi. Continue taxi, Denali 1424. Value 284, hold position. Hold position, value 284. Field Air 1612, runway 10, cleared for takeoff. Runway 10, cleared for takeoff. Field Air 1612. Value 284, continue taxi. Continue taxi. Value 284. Field Air 907, taxi to ramp. Taxi to ramp, Field Air 907. Das kann alles weg. Denali 818, runway 10, line up and wait. Runway 10, line up and wait. Denali 818.
Field Air 1612, contact departure. Departure on 124.0, Field Air 1612. Good day. Denali 818, runway 10, clear for takeoff. Runway 10, cleared for takeoff. Denali 818. Field Air 1632, runway 10, line up and wait. Runway 10, line up and wait. Field Air 1632. 03 Fox Tango, pushback approved, face west. Pushback face west. 03 Fox Tango. Na gucken, ob das klappt. Field Air 1632, runway 10, cleared for takeoff. Runway 10, cleared for takeoff. Field Air 1632. St. Thomas Tower 761 Fox Tango on final 10. Seven, six, one, Fox Tango, runway 10, clear to land. Runway 10, clear to land. 761 Fox Tango. Denali 818, contact departure. Departure on 124.0, Denali 818. Good day. Field Air 1632, contact departure. Departure on 124.0, Field Air 1632. Good day. St. Thomas Ground, 03 Fox Tango, ready to taxi. Oh, hat er sich doch wieder in die falsche Richtung gestellt. Kann man dem auch 180 geben? So, Taxi. 2-1-Way. War ja Golf. Cross runway 10. St. Thomas Ground, Denali 1610 with information alpha, requesting push and start. Taxi to runway 10 via Golf. Cross runway 10. 03 Fox Tango. 03 Fox Tango, hold position. Hold position. 03 Fox Tango. Denali 1610, approved, expect runway 10. Denali 1610, approved, expect runway 10. Negative, you can own command, Denali 1610. Okay. Negative, need pushback truck, Denali 1610. Denali 1610, pushback approved, expect runway 10. Pushback approved, expect runway 10. Denali 1610. Value 277. Pushback approved, expect runway 10. Pushback approved, expect runway 10. Value 277. Ja, wie konnte man auch wissen, dass das jetzt hier nicht Westen ist, sondern St. Thomas Osten. Ground, value 277 with information alpha. Requesting push and start. St. Thomas Tower, Field Air 807 on final 10. Field Air 807, runway 10, clear to land. Runway 10, clear to land. Field Air 807. St. Thomas Ground,
Denali 1610 ready for taxi. So. Zack, zack. St. Thomas Ground, Denali 1425 with information Alpha, requesting push and start. St. Thomas Ground, 761 Fox Tango, taxi to ramp via Golf. Taxi to ramp via Golf, 761 Fox Tango. Oh, come on. Das wird nichts. Jetzt ist hier die Landebahn zu. Verdammte Axt. Jetzt kommen wir nicht weiter. Jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Oh Mann. Was zur Hölle. Jetzt kann keiner landen. Jetzt kann... Wie kriegen wir den denn jetzt da runter? Exit a taxiway. Golf. Exit a taxiway Golf 761 Fox Tango. Das wird nix. Okay, Field Air. Go around. Go around. Field Air 807. St. Thomas Tower, Field Air 29851 Final 10. Ja, auch bei euch muss ich leider sagen, wir haben hier leider keinen Platz mehr. Airport is closed. I don't understand. Field Air 29851. Ah, schönes Ding. So, dann nehmen wir die 807. Contact Departure, bitte. Departure on 124.0, Field Air 807. Good day. So, geben wir dem auch einen Go-Around. Go-Around. Field Air 29885. Contact Departure. Departure on 124.0, Field Air 29885. Good day. Und jetzt probiere ich das mal schneller durchlaufen zu lassen, dass wir jetzt hier mal Richtung... Ende kommen. Achso, die warten alle. Achso, wir können so und so nicht. Da ist ja noch wer auf der Start- und Landebahn, ne? Also, reine Katastrophe. Reine Katastrophe. St. Thomas Ground Radio Check. How do you read? Value 277. Value 277, read you 5. Read you 5 by 5. Value 277. St. Thomas Ground Radio Check. How do you read? 03 Fox Tango. 03 Fox Tango. Read you 3. Read you 3 by 5. 03 Fox Tango. So, gab wieder Punktabzug. Nicht alle abgebacken. St. Thomas Ground. Field Air 48090 with information Alpha. Requesting push and start. Ja, das ist alles schön. St. Thomas Ground Radio Check. How do you read? 761 Fox Tango. 761 Fox Tango. Read you 2. Read you 2 by 5. 761 Fox Tango. Okay, und damit ist diese Episode am Ende angekommen. Wir gucken mal rein. Total Handled Airplanes. 28. Number of Takeoffs 14, Number of Landings 14. Das ist schon mal gut. Major Mistakes 3, das ist nicht so gut. So, 2 Stunden haben wir gespielt quasi. Und Job Done, No Fatal Mistakes. 1000 Punkte. Ja, okay, also kein Crash haben wir zumindest. Final Score 3500.
Okay, das war also nicht so erfolgreich. Ihr seht, ich musste mich da tatsächlich erstmal reinfuchsen. Nichtsdestotrotz probieren wir das gleich nochmal. Diesmal hoffentlich ohne die Fehler und ein bisschen flüssiger. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Natürlich gerne ein Abo, falls ihr keins haben solltet. Instagram, Twitter, Twitch, Discord. Schreibt gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hier bei Tower Simulator 3 oder einem der anderen Spiele bei mir auf dem Kanal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.